So, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid The Phantom Pain. Ja, ich habe jetzt seit gestern nicht mehr gespielt, obwohl ich das eigentlich dringend machen wollte, weil das gerade so mega spannend ist. Mit Quiet wahrscheinlich in der nächsten Mission. Und deswegen rufen wir uns jetzt einfach mal direkt einen Hubschrauber hier vor die Fratz. Wo landet er eigentlich mal? Der kommt immer von ganz weit hin. Kein Hubschrauber hier. Ach. Na gut, haben wir halt keiner hier. Schlechte Planung, ganz ehrlich. Naja. Und ja, jetzt werden wir die Nebenmission. Ups. Hier. Die Kontaktieren Sie Emmerich-Mission machen. Ja. So. Wow! That was pretty close, my friend. Ja. Unser Hund ist auch wieder mit am Schlüssel. Hier auf, wir wollen. Fick los! Wir haben eigentlich. Wollen wir den Hund umbenennen? Hm? Wollen wir ihn anstatt Didi Kahn und Longclaw nennen oder so? Also, das wäre jetzt ein Vorschlag von mir oder Ghost oder. Gut, Ghost wäre jetzt wirklich von Game of Thrones geklaut. Wie Longclaw eigentlich auch. Ja, Gott. Nennen wir ihn. Doch, komm, wir nennen ihn Longclaw. Was soll's? Longclaw, die lange Klaue des Todes. Das gefällt mir nicht ganz gut. Oh, wir waren nicht duschen? Doch, wir waren duschen eigentlich. Naja. Give commands to D-Dog as well. He'll normally follow you around. You can also make him wait somewhere or lure an enemy by barking at him. Or you can sick him on the enemy to slow him down. Develop new gear just for him, and I'm sure he'll be capable of even more damage. Ja, das wissen wir doch. So, jetzt erstmal den Tagesbonus abholen. Los, was gibt's denn heute? Einfaches Metall. Oh, 5000, das ist richtig nice, weil da hatten wir. Da hatte ich, wo ich Nebenmission nur gespielt habe, voll die Probleme, hier was abzugraden. Aber jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich genug. Jetzt fehlt immer noch Treibstoff. Okay. Mission, Nebenmission. Haben wir noch externe Aufträge zu vergeben? Nein, noch nicht. Da mache ich Nebenoperation. Wir haben da in der Nähe sogar. Aha, aha. Wir könnten eigentlich noch. Nein, das mache ich privat. Sozusagen. So. Das Einzige, was wir noch machen können, ist. Wo ist denn das jetzt? Ist das gar nicht mehr da? Auf jeden Fall kontaktieren Sie Emmerich. Das machen wir jetzt. So, und dann fliegen wir ganz gemütlich hier hin. D-Dog ist dabei. Wir haben unser Scharfschützengewehr, unser Bionic-Arm. Das war gerade irgendwie unscharf. What the fuck? Ach, D-Dog. Ja, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Wehe! Du wirst umgebracht. Und wehe, man kriegt dich da nicht irgendwie wieder. Aber ich glaube, also so wie Steelhorse letztens aussah, dass die nicht sterben können, nur verschwinden dann oder so. Würde mich zumindest auf jeden Fall um einiges mehr freuen wie alles andere. So. Oh, ich bin so aufgeregt. Sagt er jetzt was über Quiet? Nee. Okay, dann blende ich das am besten jetzt um den Dreh rein. This is important. We've reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call sniper Tihi. Quiet. There are never any sightings and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd, best watch your step. Und raus mit uns. Dann sind die Schafe schon gleich mal weg. Die haben Respekt. Okay, da hinten ist noch was Markiertes. Okay. Heilpflanze gefunden, Wildtier gefunden. Wo ist denn jetzt unsere Mission?
so viele Tiere. Gott, ganz da hinten hin und hinter uns. Das heißt, wenn ich jetzt in die Richtung guck. In die Richtung? Ja. Oh, wir brauchen unbedingt mal größere Futons, dass ich uns ein Auto mitdroppen lassen kann. Aber die ist im Urlaub. Kerngesund. Da können wir auch durch die Weltgeschichte rennen. Oh, ich finde den die Longclaw. Wir haben Longclaw genannt. Muss ich mir merken. Oder machen wir Declaw? Declaw, oder? Ach, ist irgendwie alles cool. Diamond Claw. Doch, nehmen wir die doch. Claw. Ja, passt schon. Das ist zwar ein feines Gespür, aber man kann hier nicht alles haben. So, wie sieht's kartisch aus? Ach doch. Wow, was? Oh. Oh Gott, hier ist ja einiges los, aber da gibt's auch Treibstoff. Oh, wir haben überhaupt einen erhalten. Nice. Ein paar haben eine besondere Medaille erhalten. What the? Das sieht zwar nicht freundlich aus, aber egal. Dann würde ich sagen, erstmal die Belohnung abholen. Sau nice. Habt ihr das gemacht, Jungs? Oh, und hab ziemlich viele Heilpflanzen geholt. Das gefällt mir. Und Personal rekrutiert. Und sau viel. Oh yeah. Development Project has been added. Nice. So, jetzt holen wir gleich mal die Entwicklungen rein. Was haben wir denn schönes? Bionikarm Golden. Was ist das? Spezielle Heilpflanzmischung für das Bewusstsein schärft. Vor kurzer Zeit sind die Nutzer der Anwesenheit der Nähe befindlicher Organismen bewusst. Oh, das ist auch praktisch. Können wir machen. Zack. Ja, komm, das fordern wir uns auch gleich mal an. Das brauchen wir vielleicht. Machen wir kurz Platz. Mit die Dogma. Guck mal mit. Die Claw. Entschuldigung. Ich muss mich dran gewöhnen. So. Dann, ja, entwickeln tun wir das andere auch. Ja, ja, es sind ja nur ein paar Pillen. Dann aktivieren, entwickeln wir es auch gleich. 50.000 ist nicht die Welt. Die fordern wir jetzt aber nicht an. Die sind zwar praktisch, aber jetzt... Oh, da wollte ich gar nicht hin. Aber nicht, so wichtig. Dann wollte ich noch in den externen Aufträgen unsere Leute hier wegschicken. Was ist das? Emblemteil? Freiwillige BBSE, das ist ja richtig nice. Ah, die sind ziemlich stark. Ah, was haben wir denn noch so zur Auswahl? Irgendwo, wo ich Treibstoff bekomme? Auch nicht, ne? Nee. Okay, das heißt, ich würde eigentlich doch schon das machen. Weil, wann kriegen wir das nächste Mal so tolle Leute? Wir schicken einfach unser bestes Team los. A plus bis... Ach, wenn sie sterben, ist auch doof. Nehmen wir A bis C. Ich denke, das ist okay. Ich meine, 95%ige Wahrscheinlichkeit sollte doch reichen. Wir sind noch lange weg. Vielleicht auch so lange, wie ich aufnehme. Das wäre eigentlich cool. Dann Personalverwaltung. Könnte man noch machen. Auto zuweisen, alle Mitarbeiter. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht unpraktisch. Muss ich jetzt für Pillen wirklich da rein... Okay. Tada, wir haben Pillen erhalten. Hast du brav gewartet. So. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Gegner. Zack. Den nehmen wir mit. Analysis complete. Was ist mit dem hier vorne? Dann hier. Analysis complete. Warte, markieren wir den doch gleich mal hier. Ein Soviet Soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Okay, wenn ich jetzt das Scharfschützengewehr ziehe, hören Sie das. Das ist mir bewusst. Ach, das ist doch easy. So. Jetzt glaube ich alle einmal, mindestens einmal getroffen. Der erste ist eingeschlafen, das ist gut. Der zweite auch und der dritte folgt doch zugleich, oder? Und der vierte auch, okay. Oh, da ist noch einer.
Ja, der Biss fand ich so gut, aber ich nehme trotzdem nicht. Wir wollen ja nicht so sein. Oh, hab doch erwischt. Was ist mit dir? Geht doch. Aha, und schon haben wir den ganzen Guardpost eingenommen. Und wir holen gleich mal, falls wir doch nochmal was brauchen, Nachschub, Munition, Schalldämpfer. Und zwar auf dem Weg. So. Vorsicht, die Dog. Die Claw. Mann. Hab ich das da irgendwann leer? Aber falls euch das nicht passt, könnt ihr auch gerne sagen, dass wir wieder die Dog sagen oder so. Wäre eigentlich interessant, ob die Claw im richtigen Leben, sage ich mal, also Real Life, auch eine gute Variante wäre für einen Hundenamen. Irgendwie gefällt mir der Name gerade. So. So. Das ist auch gleich da. Ja. Schnur mich nicht an, die Claw. Wenn der Name nicht gefällt, muss es nur sagen. So. Ach, und für den Fall, dass man die Sequenz nicht sozusagen sieht, wo man das erste Mal auf Quiet trifft, werde ich sie einfach instant einblenden, ohne was großartig zu sagen. Also nicht wundern. So, jetzt haben wir doch neues Personal. Müsste doch eigentlich schon da sein, oder? Wartebereich? Nee, noch nicht wirklich. Ah, oh, passt schon. Okay. Wow, das war ein guter Ruckler. Zack. Heilpflanze gefunden. Ist nicht wichtig. Wir haben gerade andere Probleme. So, und zwar bin ich durch dieses Tor. Guck, ob man sie schon sieht. Die war zu dem Zeitpunkt da oben drauf. Okay, das werdet ihr aber gleich sehen, wenn ich es einfüge. Okay, guck auch noch die Sequenz. Wow. Gut, das heißt, ich muss nur die Hubschrauber-Sequenz einfügen. Jetzt mal auch. Ladebildschirm. Fragen über Fragen. Ja, kam. Deswegen wusste ich, dass es Episode 11 ist. Verborgen Schild. Cloaked in Silence. I kill you. Boss, you okay? Aber ich finde cool, dass sie summt. Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac Power Plant. Könnte ich tun. So, jetzt aber erstmal. Wir haben doch hier Pentazim. Oh, guck. Doch, falsche Waffe. Gott. Das treffe ich nicht. Okay. Gut, dass wir sie markiert haben. Was? Sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark them, you don't stand a chance. Stay sharp. Muss ich ja. Aber wo ist sie hin? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich habe es doch gerade eben, glaube ich, summen gehört. Und die Dog müsste doch... die Claw, Mann. Müsste doch eigentlich schnuppern können. Ich
Weiß nicht, wie sicher es ist, hier irgendwo hochzuklettern. Ich hab Angst. Ich meine, gegen einen Scharfschützen ist es nie pralle. Okay, die sieht uns auf jeden Fall. Ah. Oh, ich will die Waffe doch nicht so wechseln. Jawohl. Das war ein guter Treffer. Was? Oh Gott. Au! Okay, jetzt werden wir uns erstmal kurz regenerieren. Okay, oh Gott. Nice, wir haben es erwischt. Das ist echt praktisch für Sinn. Sie sieht uns. Ah, ich sehe sie. Jawohl! Was? Erledigen? Wieso liegt sie jetzt hier? Okay, wir können sie töten, müssen sie aber nicht töten. Ich würde sagen, wir nehmen sie mit, oder? Ich meine. Look at that booty! Ich dachte, das ist meine Entscheidung. Miller will, dass wir töten Ocelot nicht. Ich habe irgendwie mehr Ocelot. Würde ich mehr vertrauen wie Miller. Und, oh, ich muss gar nicht abdrücken. Nice. Also ich wollte jetzt nichts drücken, um ehrlich zu sein. Ich würde es nämlich schon gern mitnehmen. Was ist das mit den Augen? Auf jeden Fall würde sie sich lieber selbst umbringen. Okay. Die Augen sind seltsam. Oh, auf jeden Fall lief das ja extrem gut. Gut, dass ich das Scharfschützengewehr besorgt habe. Aber eigentlich wollten wir Emmerich. Aber Emmerich machen wir auf jeden Fall auch noch. Das ist ein wichtiger Key-Charakter. Okay. Doch. Oh, Belohnungen haben wir neu. Sie ist nicht auf dieser Base. Good word, Boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her back here. Let's find out what she really is. Oh, gerne. Kill her. Don't bring her. Bring sie nicht um, nein. This is the boss's decision. A landing zone. I'll send the extraction chopper. Ah, boss, kommt schon. You know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. Jetzt wollen wir erstmal sehen, ob die sie so umbringt oder nicht. Auf jeden Fall, wenn sie für... Ja, würdest du bitte... Selbst wenn sie dafür arbeitet, dann würde ich sagen, wäre das ja auch praktisch Informantin, oder? Sau gut. Ging echt leichter, als ich dachte. Aber die Scharfschützen-Fights in Metal Gear waren immer richtig cool. Wo es jetzt hier recht simpel war. Also ich habe viel Schaden gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber okay. Nice, jetzt haben wir eine Gefangene von Cypher. Endlich kriegen wir vielleicht ein paar Informationen über Cypher heraus. Oh yeah.
Booties. Oh. Noch ein weiterer Grund, sie mitzunehmen. Oh ja, Mann. Booties. Ich meine, gucken wir lieber, ob sie gut gefesselt ist. Und decken sie zu. Warum? Ach. Ja, hier ist bestimmt kalt. Hast du recht. Was? What the? Oh. So viel dazu. Slipped the line, huh? Shame. She's one of a kind. Fine by me. We don't need her type. Boss, we need to talk. Get back to base. Everything else can wait. Gut, dann holen wir nicht Emmerich. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück zur Basis. Rang S. Wupp, wupp, wupp. Wir können Party machen. Perfekte Tarnung. Keine Abschüsse. Kein Reflex. Eingeschickte Treffer einer. Ja, der war aber fast richtig tödlich. Nice. Unser erstes S. Und hat uns sogar ziemlich viel eingebracht. Nice. Okay, Belohnungen. Quiet. Snapper Quiet. Nice. Emblem erteilt. Emblem Teil erhalten. Vordergrund Herz. Oh, wie schön. Ach, geilo. Also, das heißt geilo. Sonst entwischt, aber es war eine geile Mission. Hat mir gefallen. Ein Flugzeug. Wir sind doch im Helikopter. Das ist doch nicht unser Helikopter, oder? Das ist unser Helikopter. Confirm. One bogey on our six. Steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger. We'll shake it off. Okay. Wow. Geht's ihm noch gut? Sind leicht blutig, immer noch. Müssen wir mal unbedingt duschen gehen hier. Wow. Nice. Nice. Boah. Geht's euch noch gut? Was haben wir euch denn getan? What? Nice. Danke, Quiet. Aber warum? Gut, vielleicht die eigene Haut retten. Dann zeig mal, was du kannst, Kleines. Wir treffen einen feuchten Dreck. Hast du getroffen? Oh ja. Voll fett. Nice. Und jetzt, setzt du dich dahin, okay. Und entfernst alle Kugeln. Wow. Okay, nice. Und sage ich mal danke.
Sie hat sogar sich freiwillig wieder... Ach, wie macht sie das? Also ich hätte jetzt verstanden, wenn sie sich unsichtbar machen kann, aber... Sie verschwindet ja wirklich komplett, wenn sie aus den Handschellen dadurch raus kann. What the? Mysteriöse Person. Hey, die Dog! Die Claw! Die Claw! Hey, Sweetie. What the fuck? Es ist meine Gefangene. Miller? Was wird das? Okay. Miller meint es wohl wirklich ernst, umzubringen, wenn sie auf die Basis kommt. Menschen können sich ändern. Außerdem kannst du uns wertvolle Informationen liefern. Was hast du vor? Okay. Weg ist sie. Da ist was gelandet, also quiet. Und zwar safe. Weg ist er? Thermals! Clear! Oder ist es doch umgekehrt gewesen? Ocelot wollte sie die ganze Zeit nicht und Miller wollte sie? Jetzt bin ich verwirrt. Wer wollte jetzt? Miller! Doch, Miller wollte. Sie hat den Boss gerettet. Sie hat sich selbst gerettet. Feuer! Put her in the cell. What? Wir sagen mal was? Keep an eye on her. Right. Take her away. Die Stimme auseinanderhalten fällt mir manchmal echt schwer. Eine Zelle, ob die Zelle was gegen sie bringt? Manchmal frage ich mich, warum... Oh, ich bin vielleicht mal kurz ruhig. Boss, you are going to regret this. That woman... I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes... I'll pull the trigger. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Wie gesagt, manchmal frage ich mich, ob die Leute so leicht bekleideten Charaktere einbauen, damit sie solche Cosplayer sehen. Oder Playerinnen, besser gesagt. Wäre doch eine Möglichkeit.